Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 24. April 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage war, was denkt er? Und es zeigt hier diese Karte. Auf diesem Bild sehen wir ein fröhliches Familienleben oder ein Fest mit Freunden. Jeder ist glücklich oder tut so, wenn glücklich wäre. Die Zahl 9 zeigt nämlich, er stoßt an seinen eigenen Grenzen. Er will das nicht. Nach außen so tun, wenn alles so friedlich wäre, das ist es nicht. Und die zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Wie ein Kind, klein gehalten, oder kommen bei ihm die Kindheitserinnerungen? Ich würde sagen beides. Dieses Bild vermittelt eine gewisse Nostalgie. Und die dritte Frage ist, was vermittelt er? Das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 6 hier, aber auch hier, hat mit Erinnerungen was zu tun, mit seiner Vergangenheit was zu tun. In diesem Bild kommen die Kindheitserinnerungen und in diesem Bild zeigt, dass jemand hat ihn ausgenützt in Vergangenheit. Er war immer die Gebende. Ich gebe, ich gebe, ich gebe und der andere, ich nehme, ich nehme. Kann aber auch umgekehrt sein die Bedeutung. Jemand fühlt sich hier groß und mächtig und er wird klein gehalten. Und das nervt ihn. Das zeigen hier die Mäuse. Das belastet ihn. Er grübelt zu viel. Die Mäuse zeigen auch Angst. Und er soll einfach darüber stehen. Es geht alles weiter. Und die Mäuse helfen, dass es alles Vergangenheit wird, weil im Kartenlegen nennt man das so, die Mäuse fressen das alles weg und dann ist es vorbei, dann kommen die Neuigkeiten und da sollt ihr vertrauen. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.